Alle freuen sich auf dieses Spiel, freuen sich auf dieses Ja, ich mich auch. Ich bin jetzt einfach. Das ist natürlich ein Highlight für jeden. Müde, ich bin jetzt einfach offiziell Spieler fucking nochmal von Man City. Ne? Vor allem hättest du ihn FA geholt. Dann hättest du einfach jetzt gegen deine Ausleihmannschaft in diesem Finale gespielt. Na? Jetzt. Du hast den FA Cup ja nicht geholt, weil du das Spiel simuliert hast und rausgeflogen bist. Hättest du aber mit Burnley den FA Cup geholt, hättest du jetzt als Man City gegen Burnley gespielt. Ja? Oder nicht? Weil ich denke mal, Man City ist doch die Mannschaft, die den Premier League gewonnen hat. Hätte ich jetzt mal vermutet. Ne? Der Versuch aus der Distanz, das war knapp. Ne? Total. Ist total geil. Mensch, ist das. Gute Chance. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Ja, aber weißt du, welcher deutsche Spieler bei der Gegnermannschaft spielt? Rüdiger? Zwei herausragende Spieler hier heute im direkten Duell. Das kann auch sein, ich habe aber gerade jemand anders im Blick gehabt. Na? Jemand Offensives hatte ich gerade im Blick, weil ich es gerade gesehen habe. Außerdem dein Berg spielt bei Chelsea. Aber ich habe gerade jemand anders im Blick gehabt. Ein offensiver Spieler, der auch wirklich in Wirklichkeit bei Chelsea spielt. Ne? Ein offensiver deutscher Spieler. Havertz. Genau. Du hast Serra. Und Süle ist auch da. Zumindest in der Mannschaft hier. Haben wir es mir auch gerade gelesen. Ne? Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Milinkovic-Savic hat das Tor geschossen. Finde ich mir gleich. Haben wir die Champions League gewonnen? Nein. Aber jetzt, wo du nicht nur Leihspieler, sondern sogar offiziell zu Man City transferiert wird, locker möglich, die Champions League jetzt für dich in der Karriere zu holen. Ne? Weil Man City ist ja safe dabei. Ne? Ja. Und du bist ja auch auf einem Niveau, sie auf jeden Fall zu gewinnen. Ne? Nicht umsonst kriegst du so ein krasses Angebot von Man City. Ne? Einfach mal so random, ohne überhaupt nach dem Transfer gefragt zu haben. Ne? Ne? Spielst noch WM? Dein Leihvertrag ist ausgelaufen, ist kurz zurückgekommen und bevor du überhaupt irgendein Spiel für Salzburg spielst, bist du einfach von Man City random angefragt. Ne? Vielleicht haben sie gespart für diesen Transfer. Also in Real Life wäre das jetzt so. Er geht weite Wege. Savic. So, was machen Sie draus? Sauber vom Ball getrennt hier. Sauber, er hat ein Bein gestellt. Ja, trotzdem war Beispiel. Ja, ich weiß schon. Chelsea kommt über außen. Ne? Ist mir schon klar. Ich bin ungefähr ein guter, finde ich auch, aber ich sage nicht, ob das mal sauber ist. Ah, gut gemacht jetzt. Vorne Ederson. Der sieht aus wie ein Chelsea-Spieler. Na? Phil Foden. Milinkovic-Savic ist das. Der Torschütze, man noch sagen. Sieht gefährlich aus. Da hat er die Chance. Sehr gut. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut. Hingehechtet. Hat genau den richtigen. Hingehechtet. Um den Ball zu erreichen. Könnte was werden. Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Süle. Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. Und der Ball ist zurück bei Manchester City. Jetzt ist es gefährlich. Klasse Chance jetzt. So, zack, bam, weg damit. 2-0 beim Community Shield in Führung gegangen. Ne? Ja, da sieht man wieder, was der am Ball alles drauf hat. Alter. Dieses Tempo ist natürlich klasse. Der Antritt. Ja, wir zerstören gerade. Stellt sie komplett. Wir dominieren sie gerade. Ja.
Da war gerade ein Berg am Ball. Ein Maurerberg. Rodrigo. City verliert den Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Macht er gut. Ballverlust Manchester City. Ja, ganz energisch geht er da dazwischen. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Bam. Ist abseits. Doch nicht, es war, er hat sich abseits durchgesetzt. Dieses Video wird Ihnen präsentiert von McDonald's. Da, 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 da. Ich hasse es. Drüber, Buschi, kein Tor. Aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss. Guck mal, was ein Kunde da, da steht. Guter Vorstoß da jetzt. Die Gelegenheit. Kein weiteres Tor für ihn. Oh. Zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal. Ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Da verlieren sie den Ball. Für den Freistoß für Chelsea geben. Diskutier nicht, dass die Freistoß für Chelsea. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Mhm. Callum Hudson Odoi. Und jetzt also Chelsea. Ballverlust von Chelsea. Joao Cancelo. Joao Cancelo ist das. Am Ball jetzt Rodri. Ich wollte gerade sagen, können wir nicht zu Joao Cancelo noch mal kurz wechseln? Jetzt bei Sterling. Hereingabe von Sterling. Aus dieser Hereingabe wird also erstmal nichts. Und steht James und er sagt bei jetzt bei Sterling. Oh, gefährlich. Ich finde es auch gut, der englische Stadionsprecher sagt, es gibt Minimum eine Minute Nachspielzeit. Ne? Chelsea liegt zurück. Damit legen wir wieder los mit diesem Spiel. Der zweite Spielabschnitt. Ja, war doch mal genauso zu erwarten. Ne? Er überzeugt heute als Passgeber. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Oh, nein. Da wäre Platz für den Konter. Warum nur? Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Ja, doch auf zu tippen. Ich habe moin, 2 Sekunden nicht da und die schießen direkt 2-1. Ja, bist drunter genommen worden. Ne? Hauptsache, du verletzt dich einmal und liegst da und direkt schießen die Gegentor. Ja, das ist ja ein Premier League. Steht da auch Verletzungsminus bei dir? Wenn hier steht. Okay, wildes Design, aber auf jeden Fall schon mal. Ah, okay. Oh, bis 5 Monate wegen einem Kreuzbandriss. Heraus. Alright. Okay. Gute Karriere, Chelsea. City. Die Sache ist, du bist ja jetzt fester, du kannst ja einfach länger bleiben, ne? Mhm. Ich bleibe am besten 2-3 Season erstmal jetzt hier. Ja. Aber wird das Design, das Premier League wirklich ein eigenes Design hat, sieht cool aus. Hm. Eigentlich können wir auch die Simulation laufen lassen, weil im nächsten. Was ist das jetzt hier? Ligaspiel gegen Chelsea. Ey, wie viele Titel habe ich eigentlich schon mal? Kannst du nachgucken, bitte? Unter Statistiken? Da sieht man das. Spielerstatistik. Nee, nicht die. Nee, nee. Meine Leistung. Nee. Das war irgendwo meine Karriere hier.
Ja, du Alle warst in sechs. sechs Vereinen, hast fünf Ligameisterschaften, einen nationalen Pokal und drei kontinentale. Ja? Dein Gehalt beträgt im Moment 475.000 pro Woche und dein Eine halbe Wert? Million in einer Woche. Ja, das war das Angebot von Manchester City, was ich vorhin meinte. Ja. Und dein aktueller Wert beträgt nur 172,5 Millionen Euro. Hier machst du Sieg, 7 Spieler des Monats, einmal Ballon d'Or, noch nie gewonnen. Hä, what the fuck? Nein, hast du auch noch nie. Bin Könnte besser jetzt als aber immer. bald mal passieren. Ja. Saison 2026-27, Manchester City. Eine Saison war er bis Salzburg bloß nicht einmal gespielt. Ne? Burnley, Liga-Position, erster 7,1. Oh, Cup-Sieger, genau, im FA Cup bist du rausgeflogen. Spieler des Tages 15, Team of the Week 7, Spieler des Monats einmal, Spieler des Jahres, nein. Feyenoord nur Fünfter, genau, da ist die, wo du nicht gewonnen hast. Europa League Sieger, Oranje Beker Runde 2, ne? Feyenoord war, wo du nicht Dings. Salzburg hast du wieder nicht gespielt. Hier ist Salzburg Erster geworden, da hast du wenigstens gewonnen. Köln Erster geworden, ne? DFB-Pokalfinale, hast du nicht gewonnen. Hier bei Salzburg wieder Erster. Champions League, nämlich da bist du rausgeflogen. Hast schon mal die Europa League gewonnen und die Bundesliga, aber du bist in der Champions League rausgeflogen, Playoff-Runde. Ne? Und das war ein Anfang bei Werder Bremen, ne? Ich habe bei Werder Bremen angefangen. Ja. Ja, stimmt. Und dann zu links gewechselt Salzburg. Und seitdem nicht mehr wechseln können, bis jetzt eben das Angebot kam. Ja klar, du bist nicht berücksichtigt. Kann ja mal kurz hier durchspielen. Ne? Du bist nicht berücksichtigt, weil du logischerweise links. Aber sie haben wieder gewonnen. 2-1. Also so wie das letzte Spiel. Ne? Eigentlich. Ja, ist doch so. Sie haben doch, was leben wir jetzt was 1-8 geschossen. Siegreich gegen Rival. Ja. Hoffen wir mal, dass die auch 5 Monate ohne uns sich gut in der Liga halten können, aber Man City ist ja eigentlich nicht schlecht. Da kommen schon wieder irgendwelche Nachrichten rein. Wow, geänderter Spieltermin. Das juckt mich auch, Bruder. Ich bin 5 Monate verletzt. Was interessiert mich, wann ihr spielt im August? Ne? Ja, 3-0. Was, war klar, Digga. Es ist West Ham United. Die sind nicht gut. Ne? Also Also schon für gut, Premier aber. League-Verhältnisse nicht gut, ne? Ne? Das ist so ein. Da gegen Burnley. Du spielst gegen den Verein, den du selbst hier reingebracht hast. Also du nicht, aber deine Mannschaft. Ne? Du hast sie selbst hier hingebracht. Um 12:45 Uhr am 22. August. Und bam, Klatsche kassiert. 3-2. Okay. Jesus hat das entscheidende Tor geschossen. Jesus Christus. Sind auf jeden Fall Erster. Aber die ersten vier, alle, die ersten vier Plätze haben alle Spiele gewonnen. Also ist das nichts Besonderes bisher. Was ist nun schon wieder los? Ja, für Nationalmannschaft abgestellt. Du nicht, weil. Aber Klostermann, aber du halt nicht, weil du bist verletzt, ne? Ansonsten hättest du auch wieder spielen dürfen. Indy. Gehen die eigentlich immer so hoch? Weiß ich nicht. Mit Energie ist Spiel das zu niedrig, aber ja, bist verletzt deswegen. Ne? Oh, jetzt sehen wir den Transfermarkt. Vor allem den uns nicht mal juckt. Ne? Aber Cash. Cash ist zu denen dazugekommen. Ne? Ich weiß gar nicht, warum die uns hier jedes Mal so gezeigt wird. Ne? Ja, nee, er will Leipzig. Ja, Leipzig hat Ist sich gerade anscheinend irgendwie Müller. gekauft. Welcher Müller? Können die nicht. Ne? Leipzig holt Jamal Musiala. Ne? Was denn? Was denn? Ganz schön viel gekauft. Und 60 Minuten.
Die haben 1 Milliarde für Transfers ausgegeben. Ne? Ja, du bist halt nicht dabei, weil du hast ein Spiel mal gespielt dürfen. Zack, 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 zack. What the fuck? Hast du das Premier gerade League gesehen? Am Spiel des 31. Monats. Ne? Am 31. War Transferphase und jetzt am 12. ist erst wieder ein Spiel. What the fuck, ne? Das Ding ist, wenn ich jetzt, ich spiele jetzt gegen gute Vereins, das trainiert mich auch nochmal. Ja, Nur ist auf gegen wieder an. Arsenal verloren. Das ist aber nicht schlecht, so. Das Ja, ist Ding. halt auch einer der Top-Vereine der Premier League. Guck mal von denen. Okay, es könnte halt. Oh, Champions League. Ist doch toll, dass wir uns das nächste Mal Intro angucken müssen, obwohl wir eh nicht spielen dürfen. Die ganze können wir, also nicht die ganze Ja, zum Spielverwaltung. Finale kannst du vielleicht wieder mitmachen. Was ich sagen wollte, vielleicht war es aber auch so, als du ewig nicht war, weil jetzt die Länderspiele waren, jetzt so im September, wollte ich gerade sagen. Na? Wie lange habe ich noch Verletzung? Wir sind gerade erst im September. Du hast Anfang August dein erstes Spiel gehabt, beziehungsweise dein Ja, zweites, bist jetzt mach. verletzt. Zwischendurch nebenbei. Okay. Gruppenphase haben wir easy gewonnen. Ja, gegen Moskauer Verein. Ich kenne den nicht mal. 1-1, okay. Geht für dich, ne? Man United hat 4-0 gespielt. Wir sind Fünfter. Das gefällt mir nicht. Ja, weil du Wir einmal werden aber verloren hast. Meister diese Season. Ja, safe, weil Man City einmal verloren hat. Das ist Anfang der Season, ne? Das ist Und doch klar, wenn da. du einmal verlierst, du stürzt direkt ab, ne? Das Ja. ist doch da normal. Ne? Guck, jetzt wieder 3-0 gewonnen. Deswegen, das ist doch normal, das stimmt, ne? Da sind doch keine krassen Unterschiede. Eben waren doch die ersten 4 bis 5, hatten alle bisher gewonnen, ne? Hier EFL Cup Runde 3, ne? Gegen West Ham. Mal wieder. Ich spiele Günstler Domino gegen die gleichen Vereine. Ja. 2-0 gewonnen. Ja, es ist halt immer scheiße mit Verletzungen. Weil du halt auch nicht bis direkt hinskippen kannst, bis du wieder gesund bist. Nein, du musst dir alles angucken. Jetzt gegen jeden Klopp. Gegen Kloppi. Gut, jetzt bist du schon wieder Vierter. Gegen Kloppi. Die sind Wer ist der Dritter. Erste eigentlich? Der ist voll komisch. Warte. Was ist Aston Villa? Noch nie davon gehört. Ist aber auch so ein Dings. Ist halt auch in der Final. Ja, mit Man United und Liverpool zusammen, deswegen, ne? Eins verloren, Mist. Fünfter. Und sechster. Jetzt erstmal wieder OCR, das kannst du gerade nicht sagen. Jetzt haben wir nicht gegen Valencia aber schon mal gespielt? Ja, ne? Ich glaube, gegen die hast du schon mal gespielt. Valencia. Das ist nicht. Doch, komm, mir sehr bekannt war. Ganz Könnte aber auch gut. sein, dass es in der Champions League Ding war, ne? Im Champions League Projekt könnte auch sein, dass es da war. PSG hat gegen Piemont gewonnen. Jetzt gegen Tottenham, das erkenne ich schon am Logo. Ohne da unten hinzugucken, den Quadritter. Ja, für die Nationalmannschaft abgestellt, immer noch nicht du, beziehungsweise Deutschland war gar nicht dabei. Die Europameisterschaft muss ich noch gewinnen, dann habe ich zu. Nein, die gibt es nicht in dem Game. Es gibt Echt keine nicht? Europameisterschaft in Oh. Das ist scheiße. Man kann, es gibt auch keinen EM-Modus. Dann wäre ja hier auch drin. Ne? Bis zwar 22 drin, aber ist er auch nicht. Nee, es gibt keine Lizenz zu EM, nur für WM. Aber vielleicht ändert sich das ja, sobald EA Sports FC rauskommt. WM ist nicht mehr da, vielleicht, ne? Keine Ahnung. Das Nations League und Nations League zum Beispiel ist ja auch nicht drin. Es gibt keinen direkten Vertrag mit der UEFA Ja, halt, ne? mein Lust mach wieder. Manchester United ist eins der mit 22 Punkten schon Dings. Wir sind Dritter schon wieder. Jetzt Vierter, aber wir haben erst unser Spiel. Jetzt gegen Leicester. Leicester City. Nur gewonnen wird. Mein Leicester City ist, glaube ich, nur Durchschnitt. Na? Jetzt wieder Champions League. Da sind wir nebenbei mit Erster, mit Moskau. De Bruyne ist jetzt schon zurück. Dafür ist. Okay, das muss belastend sein. De Bruyne, ne, der mit uns gleichzeitig verletzt war, hat sich jetzt erholt. Und einen Tag vorher hat sich Ruben Dias verletzt. Eine gebrochene Rippe.
ne? Und es fällt 3 Monate aus, ne? Gott. Es muss belastend sein, glaube ich, irgendwie, ne? Einer von zwei verletzten Spielern ist endlich wieder zurück und dann, ne, bricht sich der nächste eine Rippe. Du Schmerzhaft. machst übel viele Tore den nächsten. Okay, na, du hast die halbe Saison ja durchschmerzt. Der erste Halbzeit passiert aber nichts und dann schießt Foden das 1 zu 0. Rom hat gegen Bayern gewonnen. 3 zu 2. Und PSG hat gegen Salzburg 2 zu 1 gewonnen, steht da. Ja, weil ich nicht da war. Ja, PSG, also. Ja, guck mal. Meinst du, wenn du nicht mehr mitspielst? Vor allem jetzt ist Salzburg in der Champions League, wo du nicht mehr da bist, ne? Aber ich hab mich nicht, ich bin auch in der Champions League. Ja, du bist ja auch, ich meine ja auch so, ne? Fetzen wir. Der hat so einen langen Namen, der muss schon durchlaufen, um den ganzen Namen zu zeigen gegen Fulham. 5 zu 1, ihr übertreibt. Okay, du musst eindeutig Foden einholen. Ich weiß nicht, wie viele Tore der hat. Aber ne, der schießt gefühlt jedes Spiel ein Tor. Und dann dauernd schließlich, der ist in Glanzform. Ne? Den musst du unbedingt überholen. Runde 4 des Carabao Cups. Gegen Chelsea schon wieder. Gibt es eigentlich keinen anderen Verein, den wir spielen können? Das ist das dritte Mal diese Saison, dass unser Verein gegen Chelsea spielt. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Verein. Warte, Teamstatistik. Wollen wir mal gucken, wie viel. Man City. Es gibt noch viel zu viele Vereine, ne? Da, Man City. Ich wollte mal gucken. Koch, Jesus. Campbell. Wo ist der Typ jetzt? Und da wieder. Foden da. Seht ihr, wie viele Tore der hat? Was? Ein Tor? Hä? Hä? Ach, Carabao Cup, auch wie dumm. Deswegen gibt es auch so viele Vereine. Der zeigt mir nur an, wie viele der haben. Ach, der zeigt mir nicht insgesamt an, wie viele der hat. Doch. Okay, es gibt doch EM. Mein Fehler. Ja, im Quali. Okay, es gibt doch EM. Sag mir lieber, wie viele der in der Premier League hat. 8. In 10 Einsätzen. Ja, ne? Passt hier Spiel ein Tor, Mein meine paar ich doch. Spiele und dann habe ich den auch reingeholt. Ja, aber es ist jetzt auch nur die Liga selbst, ne? Tja, deswegen, ich dachte, es gibt eine Gesamtübersicht, aber anscheinend nicht. So, gewinnen wir ein drittes Mal 2 zu 1 gegen Chelsea. Nein, 2 zu. Okay, 4 zu 3 nach Elfmeterschießen. Das ist aber auch jetzt interessant hier zu gucken, guck mal. Mal hier, Tor, Tor. Ne? 1-1. Dann 2-1, Chelsea. Dann 2-2. Immer Dann gut passiert anfangen. die Nachspielzeit einfach nichts. Ne? Und dann Jesus verschießt, Richarlison trifft, Foden verschießt, Saka trifft, Ferran verschießt. Die haben auch Glück, dass man so viele Chancen hat, ne? Weil guck dir das mal an, ne? 3-2 erstmal. Jesus verschießt. Ne, Foden verschießt, das heißt 3-2, 4-2, ne, das zusammenrechnest. Ferran verschießt, gehen wir aber auch, das heißt 4-2, dann 4-3, ne. Pulisic verschießt, Ndidi trifft, deswegen 4-4. Dann Hussein Gott. Udai verschießt, da unten stehen nur die Elfmeter hat, ne, also 5-4, 5-5, 6-5, ja, und das war's dann. Insgesamt halt 6-5, ne. Crazy. Die haben Glück, dass man irgendwie 4 hat, bevor es überhaupt, ne? Bevor es dann überhaupt zum Dings kommt. Man City gegen Huddersfield. Ich weiß nicht mal, wer Huddersfield ist. Ich auch nicht. Aber sie haben gewonnen. Ja, es ist eine schwere Season für City. Moin. So, jetzt wieder Hi. gegen Benfica. Ne? Theoretisch können. Nee, wir müssen das Match gewinnen. Oder unentschieden spielen. Ja, Okay, 10. ich glaube, wir wollen doch schon safe durch, als ich das nicht. Ich habe keine Ahnung.
Habe mir die Tabelle jetzt nicht so genau angeguckt. Wir sind gerade Fünfter. Manchester United. Nationalmannschaft abgestellt, ja, okay. Sehr geehrter Herr Bundestrainer. Ganz toll auch immer. 3-2. 3-2 gewonnen gegen Leeds. Ja. Das würde mir halt auch ärgern, als Spieler, wenn du so lange ausfällst. Vor allem, es geht in die EM-Quali. Du meinst, du bist da Weltmeister, du meinst, du wirst EM gewinnen. Du hast jetzt so Top-Spieler und dann bist du einfach wegen so einem scheiß Foul einfach 5 Monate ausgedingst. Und kannst halt erst so, ne, Dings. Gibt die EM-Quali-Mannschaft Preis, aber ohne dich halt, ne? Ne? Weil du neu darfst. Also ich mach nicht mit. Nein, du gehst Europameisterschaft. Nein, die Quali-Mannschaft. Das ist doch jetzt wie Nations League. Für diese Quali-Phase bist du halt logischerweise noch nicht dabei. So, aber wir können mal gucken, wen wir alles so kennen. Ne? Ja, Bentleno, noch klar. Marc-André ter Stegen auch. Aber wer ist bitte Jan Olszowski? Ne? Wer ist er? Er klingt nicht mal deutsch. Verteidiger Lukas Klostermann, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, auch noch so was. Aber wer von Fick ist Noah Katterbach und Joscha Wankumann, Felix Agu, ja, Henrichs und Ginter, klar. Robin Koch, auch keine Ahnung, wer er ist. Ne? Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Leroy Sané. Ja, Ginter halt, ne? Der spielt ja auch nicht. Kai Havertz, Florian Würz, das kommt auch noch hin. Robin Gosens auch, aber wer ist Isamir Jakobs Krönung? Na, warte, ich muss kurz da wieder hin. Hallo. Da war ich. Ich bin gerade verklickt. Timo Werner, Karim Adeyemi und wer ist Florian Krüger? Keine Ahnung. Vor allem, er hat nur 3 Stürmer nominiert. Auch wird Man gegen Man. Ne? Und es gewinnt? Man. Genau. 3-2 hat Man gewonnen. Das ist wichtig gewesen, sehr wichtig. Ja, weil die waren, glaube ich, sogar gerade Erster. Die Manchester United war Erster, ja. Ja, guck auf P-Foden, das war das, wenn du nicht da bist. Ne? Jetzt wieder gegen Moskau, ne? 1-0 gewonnen, weil Flasik seinen Elfmeter fährt. Ne? Heißt das nämlich, wenn da so ein X ist. Ne? Heißt das, ja, immer verschossen. Auch wenn er Europäer wird? Nein. Du machst ja Champions League mit. Ja, stimmt. Champions League ist ein über der Europa League. Stimmt. Christian Pro ist auch News davon reingespielt, wenn sie gerade nicht wissen, was sie hier sagen. Wir müssen ziemlich viel laufen. Hast 2-1 gegen Aston Villa gewonnen, weil Jesus 2 Tore geschossen hat. Sehr gut, Jesus. Den kenne ich dir fallen. Wolves. 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 Wir sind ein englischer Verein, also Wolves. Wolves. Warum ist Klostermann? Hä? Klostermann hat vorhin noch bei uns gespielt, warum spielt er jetzt da? Jetzt erklärt es auch, warum du keinen deutschen Spieler nominiert siehst, obwohl er nominiert ist für die M-Quali, aber du keinen deutschen Spieler freigestellt siehst, weil Klostermann einfach random gewechselt hat. Ja. Na? Ja, warum wechselt man? Ja, keine Ahnung, weil er Spieler so simuliert hat. Wir haben 3-2 gegen ihn gewonnen. Das hat seine alte Mannschaft ihn in den Arsch getreten. Ne? Ja, wir sind Erster. Ja, für den Moment. Aber wir sind mit Liverpool und Man United sozusagen gleichzeitig Erster. Das sind auch Abschwankungen, ne? Das ist unglaublich. Ja, ist halt so, ne? Wenn es so dicht läuft, dann ist das so, ne? Ist vielleicht, ich weiß nicht, wie es in echt ist, ich verfolge die Premier League nicht, aber wenn das so viel Top-Vereine ist das da vielleicht auch normal. Dass es nicht einen Bayern gibt, die sind Erster und dann kommt ein BVB hinterher gehinkt und die anderen haben sie es halt, ne? Sondern dass es da vielleicht eher wirklich noch ein bisschen Spannung gibt, ne? Valencia. Gegen Valencia mal. Zack, bam, weggeklickt. Gleich 21 Uhr, krass, Alter. 1-1.
Oh nein, Fofana wurde gesperrt. Man City gegen Burschen. Ja, die Season ist fast zu Ende gefühlt. Die Hälfte ist jetzt gleich vorbei. Wir gehen dann in die Winterpause und dann darfst du auch wieder mitspielen. Meinst du, du bist die Hälfte der Season weg? 1-1 mal wieder. Ne? Habe ich doch gleich gesagt, du bist die Hälfte der Season verletzt. An dem Carabao Cup Viertelfinale spielst du schon wieder gegen Wolves. Du bist fast wieder fit. Da ich Promise hier holt, müsst wohl fast wieder so weit zurückzukommen. Bitte melde dich für alle letzte Begutachtung bei uns und wir geben dich zur Auswahl für das nächste Spiel frei. Und im nächsten Spiel darfst du da mitmachen. Ne? Die Menschen, wie finden die das jetzt? Genau. Ne? 2-1 gewonnen. Foden. Das heißt, du kannst hier nochmal einen Carabao Cup holen. Ja. Trainieren. Ja, du kannst hier trainieren, da du freigegeben bist. Ob du nicht schon mit der Sache, wo du schon wieder fast 100 bist. Und vor allem eine Sache, wo du die bist, aber alle Welt sind fast auf 100. Dumm. Ja gut, aber das macht das Spiel. Das Spiel trainiert natürlich auch. Ja, klar. Quiste, beziehungsweise es gibt ja auch andere Übungen, die das trainieren. Bei dieser einen Übung hast du heute noch den gemacht. Ja, gegen Crystal Palace darfst du aber noch nicht. Ne? Ey, guck mal, Epic Warrior. Ja, E-Warrior. Ne? Verstehen wir. Ah, nur so. Okay. Kurz noch die Arbeit, ne? Trainieren. Bald. Was, du musst an Heiligabend ein Fußballspiel? Ja, ich trainiere. Lol. Ja, eigentlich fehlt nur noch Win, weil es heißt doch Epic Win, normaler Win. Und ein königlicher Sieg wäre dann ja ein Epic Royal Win, ne? So ja. Meinte ich das halt. Ne? Ja. Und nach Weihnachten geht's gleich weiter, hast du gesehen? Ja, es ist zurück. Der mit den gebrochenen verletzt. Rippen. Der mit den gebrochenen Rippen ist Wardy zurück. Starker. Darf neu spielen. Ne? Und ich muss echt sagen, starker Start in der Season. Ja, auf jeden Fall. Premier League mal kurz durchgespielt. Ne, zum Champions League Finale bist du wieder da. Ja. Gegen Tottenham. Immer noch nicht. Er stand gerade, du bist fast fit. Ja? Die Bräune hat ein Tor geschossen. 1-1. Ja, das lohnt sich echt, die 475.000 pro Woche für Man United. Die lohnen sich echt, muss ich sagen, diese Season. Ich sitze einfach vor auf der Couch oder so. Ja, du sitzt nicht vor auf der Couch. Ich guck zu immer. Ja, beziehungsweise du gehst ins Training, du willst ja auch spielen. Ne? Dann erkennt er was dafür, dass du den Kreuzbandriss geholt hast, bloß weil ich so... Du hast jetzt wieder einsatzbereit, wenn ich dir den Zielvergaben schicke und diese auch aktualisieren. Siehst du mal. Bist wieder einsatzbereit. Und das gleich gegen Liverpool.